Es ist soweit. Im Rathaus zu Vechta gab nun der Höfmann Jugendchor vor ausverkauftem Haus sein erstes öffentliches Konzert, veranstaltet vom Lions Club Vechta. Vielfalt von Renaissance bis Pop. Das ist heute das Motto des Konzertes des Lions Clubs hier im Rathaus in Vechta. Begeistert. Haben Sie das erwartet, dass sowas kommt? Nicht ganz, nein. Nicht diese Vielseitigkeit. Schön, junge Leute zu sehen, die für Musik und für den Chor zu begeistern sind. Sagen wir als Altchorleute. Hervorragend. Ich hoffe, wir spenden auch und die Musik war klasse. Man merkt das ja in der Stimmung ganz toll. Also von daher, wir freuen uns auf die zweite Hälfte. Sehr schön. Ja? Ja, sehr schön. Eine tolle Sache, die der Hans Höfmann da auf die Beine gestellt hat. Ja. Großartig war das. Es ist einfach ein Erlebnis, denen immer wieder zuzuhören. Das Benefizkonzert des Lions Clubs Vechta findet jährlich statt. Die Eintrittsgelder kommen einem sozialen Zweck zugute. Bei einem knapp zweistündigen Konzert verabschiedet sich der Höfmann Jugendchor mit einer ganz besonderen Zugabe. Dat du min Leibsten bist. Eine Hommage an die Heimat Vechta. Das erste öffentliche Konzert des Höfmann Jugendchores. Vielleicht ist das der Aufbruch in eine erfolgreiche Konzertreihe? Das Publikum ist überrascht und begeistert.